Hey, liebe Leute, hier spricht der liebe Onkel aus dem Schnitt. Bevor die Folge jetzt beginnt, wollte ich nur noch kurz sagen, dass es leider im Moment ein paar Probleme gibt. Und zwar ist mir bei der ersten Folge das OBS abgeschmiert, weswegen ich zu wenig Bild zu viel Ton hatte, also unbrauchbar. Und bei der zweiten Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, hatte ich zwar genug Bild, aber aus irgendeinem Grund sind die Audiospuren mit erhöhter Geschwindigkeit aufgenommen worden. Da ich euch aber nicht alles vorenthalten will, weil wir sonst irgendwann schon eine Base haben und keiner weiß warum, habe ich das Ganze jetzt so halbwegs zurecht geschnibbelt, was aber zur Folge hat, dass sich jetzt alles so ein bisschen nach Dosensound anhört, man nicht immer alles versteht, der Ton nicht immer ganz synchron zum Bild ist und nach ein paar Minuten musste ich das Tempo der Bildspur erhöhen, damit es so halbwegs passt. Also ich versuche das Ganze bis zur nächsten Folge zu fixen. Ich wünsche euch dennoch jetzt viel Spaß mit der Folge und ich würde sagen, los geht's. Na, Guinness, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Feed the Beast Infinity Light war es, glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt heißt es auf jeden Fall Minecraft Renaissance. Ich habe mich dazu entschlossen, das umzubenennen. Und der Herr Phoenix, wie ihr hier seht, ist jetzt auch mit dabei. Wie immer, die zweite Folge schon, oder? Ja, genau. Also bei ihm ist es jetzt schon die zweite Folge. Die erste Folge könnt ihr bei ihm auf dem Kanal sehen, bei mir leider nicht. Also wir hatten schon eine Folge aufgenommen, da wurde auch alles etwas genauer erklärt. Nur es gab so ein, zwei, drei kleine Problemchen und zum Schluss ist bei mir auch noch das OBS abgekackt, weswegen meine Aufnahme absolut unbrauchbar wurde. Aber alles, im Prinzip könnt ihr die Folge bei ihm auch nochmal sehen. Wir wurden Ganz auch, einfach. ja, wir hatten so das ein oder andere Überrascht. Problemchen in der Höhle. Ach Ist Gott. auf jeden Fall empfehlenswert, die erste Folge. Würde ich mir mal anschauen. Gut, ich würde sagen, wir gehen auch direkt wieder in die Höhle, wa? Hat die Hexe sich selber getötet? Also wir hatten gerade noch schöne Probleme mit einer Hexe. Ja, genau. Wir Nee. mussten gerade noch erstmal unsere Sachen hier wieder wegholen. Ah, da ist die Death Note noch. Nein, die ist noch da. Okay, Als hat warte die mich mal. ja. Ich komme auch mal runter. Hier ist auch immer noch dieser Kackblock von dem Golem. Ja gut. Das ist, glaube ich, unser So. halbes Problem. Wie geil ist das denn? Ein Widget? Laber nicht. Lol. Auf wem gehört denn der Wie gerade schon hier? geil! Das ist fürchterlich. Das sieht ja voll cool aus. Kann es sein, dass sich der Dings wieder hier zurück... Der was? Dass der Manticore vielleicht wieder zurückgegangen ist? Boah, ey, ich kann's dir nicht sagen, ey. Also, Leute, überall wo jetzt eine Fackel steht, ne, wie ihr sehen könnt, bis da sind wir gekommen und weiter nicht. Also aus der Ecke da hinten kam letzte Folge dann Phoenix auch angerannt mit dem Manticore im Nacken und dann sind wir einfach nur noch im Sturm raus und haben irgendwie versucht zu überleben. So, oh Was? Gott, ich höre ihn schon wieder. Ich höre ihn Ja. schon wieder. Dieses Grummaste-Sauge? Ja. Aber der war da nicht. War der nicht? Nee, Was ist denn das geh mal dann? hin. Nee, das ist er, glaube ich, aber der ist, glaube ich, oben. Das könnte sein, ey. Oh, Alter. Mach wieder zu, sonst sind die Fackeln gleich alle weg. Was? Mach zu, sonst sind die Fackeln gleich alle weg. Ich Ja, will aber das nicht, ist dass... Grummelwasser. Ja. Schön. Das ist nicht gut. So, Der ist okay. hier oben irgendwo. Ja, vielleicht ist ja noch irgendwie noch eine verzweigte Höhle oder so. Also, wir haben Biomes so plenty, ne? Na gut, schon, ja. Das könnte vielleicht ganz interessant sein, die Höhle hier. Oh So. nee. Was denn? Was hier schon wieder alles spawnt? Nee. Nee, ne? Doch, direkt hinter Okay. uns. Okay, also, ich würde sagen, wir sollten erstmal zusehen, dass wir ein paar Erze kriegen. Wieso? Ach so, ich habe Hunger. Also hier ist ein episches Battle zwischen Skelett und Skelett. Das hat mir jetzt auch gekehrt. Ach, übrigens, Leute, schreibt mal in die Kommentare, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir das zocken sollen. Jetzt momentan ist es noch easy. Also Was? eins ist easy, ne? Was? Easy? Hast du gerade easy gesagt? Ja. Ich hab dich irgendwie nicht, glaube ich, nicht verstanden. Ich hab hart verstanden. Nach der Easy. ersten Folge könnte man das meinen, ja. Oh, denn cool. Nein, es steht definitiv auf easy, ist die Standardeinstellung. Nur, Der Standard ist normal. Standard ist 1. Dann hast du ja. Also 0 ist ja peaceful. 1 ist dann easy. Das ist die Standardeinstellung. 2 ist normal und 3 ist hart. Und in der Standardeinstellung auf 1 verlierst du ja Hunger bis auf, ich glaube, eine Keule oder gar keine Keule und dann gehen die Herzen herunter, aber nur bis zu einem Herz. Also man stirbt nicht vor Hunger.
Ach so. Und jetzt ist halt die Frage, sollen wir das so machen, dass man auch wirklich vor Hunger sterben kann? Sprich, mindestens eine Stufe weiterstellen. Ich weiß nicht, wie sich das auf die Mob-Spawn-Rate auswirkt. Also, wenn ich das bisher immer gemacht habe in anderen Spielen, hat sich da irgendwie in der Mob-Spawn-Rate gar nichts geändert. Aber ich glaube, ich habe das auch noch nie in einem Technik-Modpack gemacht. Keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, die Manticores werden sich schon freuen, wenn sie einen höher gehen. Ja, die sind ja auch nicht so schon schwer genug. Wir brauchen Bögen für die Shitviecher, ne? Das kommt auch noch dazu. Das macht ja auch keinen Zweck. Sag mal, rennst du ohne Fackeln rum oder bist du oben oder so? Ich bin erstens ohne Fackeln rumgerannt, zweitens ich bin oben. Okay. Oh, hier sind Haie oder was ist denn das? Ein Delfin. Nee, hier sind Rochen, ein Fisch. Echt? Die gibt es auch noch alle? Oh, voll krass. Ja. Hä, nein, ich will die... Das ist diese Small Creatures, glaube ich. Ja. Ich habe bisher nur einen Delfin und einen Piranha, glaube ich, gesehen gehabt. Ich bin hier bei Fischen, die keine Ahnung was sind. Okay, also ich glaube, die Erzgenerierung ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich finde hier echt einiges. Oh ne, der Fisch taucht ab. Will ich, hey. Oh ne, jetzt habe ich die Fackel weggenommen, das war dämlich. So. Hier auch noch eine hin. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Das ist nicht gut. Mann, ich will diesen Fisch töten, ich will wissen, was passiert, ob der irgendwas anderes droppt oder so. Du sag mal, wir hatten ja gesagt, wir konzentrieren uns eigentlich erstmal auf den RC-Builder, RF-Tools Builder-Block, aber ich würde sagen, als allererstes sollten wir vielleicht gucken, dass wir eine Toolforge kriegen, oder? Damit wir Hammer und Excavator und sowas bauen können. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Weil alles mit der Spitzhacke ist so, boah. Aber ich bin gerade erstmal am Konzentrieren, um diesen Fisch zu töten. Okay. Weil ich möchte wissen, was die droppen. Habe ich Holz mit? Oh, ich habe Holz mit. Das ist gut. Das interessiert mich gerade wirklich brennend, was so ein Fisch droppt. Fisch wahrscheinlich. Ja, aber nur... Startet. Wow, wir haben auch so viel gebaut. 34 MB ist die Welt groß. Ja, geil. Das ist irgendwas hat jetzt dieser Fisch gedroppt. So, ich habe wieder ein paar Fackeln. Oh, hier ist die Höhle zu Ende. Oh. Ich hab das Ende der Höhle gefunden. Ja, da war ich auch schon. Bis zum Mittelpunkt der Erde. Und noch viel weiter. Hast du den Film gesehen? Vor langer Zeit. Voll genial, ich liebe solche Filme. Wir reden beide über die gleichen, nicht über Toy Story, oder? Ja, nicht bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich rede bis zum Mittelpunkt der Erde. Mit, Das ist dann am Ende mit Lava da rausgekracht sind und in so einem Dino-Schädel, oder? Ja, ich glaube wohl, ja. Mit Hugh Grant, glaube ich, war das. Als Schauspieler. Ja, könnte sein. Total genial, die Filme. Ich fand den auch total super, ey. So, was gibt es ja auch noch mit hier, wo die, hier Neptun-Schiff, wie hieß die nochmal? Die Nautica oder irgendwie sowas? Nautilus, genau. Die Nautilus finden und so. Das ist, der Film ist auch cool. Wie hieß das nochmal? Ja, was mit Reise, aber ich weiß es nicht mehr. Wenn einer von euch was schreibt, mir in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir dann ja mal Kommentare. Hey. Ich hab Iron, ne? Ja, ich auch. Ich setz auch direkt mal vor die Schmiede, super. Das ist eine super Idee. Ja, ne? Finde ich auch. Ach, ich sollte vielleicht auf den Controller kloppen. So, ich hau auch noch mal ein bisschen. Du musst einfach nur reinschiften. Einfach reinschiften. Reinschiften? Ja, du musst einfach Shift auf das Erz drücken und dann shiftest du was rein. Du musst nicht alles einzeln einfügen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Oh. Jetzt haben wir da Blatt drin. Ja, ist egal. Ich habe aber noch einen Block reingesetzt. Da ist ein Huhn reingeflogen. Ach komm. Nee, das war wirklich mein Eisenblock. Was passiert, wenn man einen Hühner da reinschubst? Ich denke. Geil, Tötungsmaschine. Nee, ich hab das Hühnchen. Nein. Was machst du da? Ja, warte. Nein, nicht hinbauen, sondern erstmal noch einen Block abbauen. Ja. Damit du wieder rauskommst. Jetzt haben wir gleich eine Schmiede von Blatt. Oh, meine Spitzhacken. Ah, die Spitzhacken gehen gar nicht ganz kaputt, okay. Nee, die kannst du ja wieder reparieren. Cobblestone. Ja, gut, aber normalerweise gehen auch Tinkers Werkzeuge doch eigentlich ganz kaputt. Nee, die werden einmal vorher, wirst du einmal gewarnt und wenn du das nicht interessierst, dann baut sich ganze Scheiße ab. Okay. Da ist eine Broken in der Hand. Ist die bei dir Broken gewesen? Ja. Ja, die heißt dann Broken. Dann war sie ganz kaputt. So, ich brenne mal das andere Eisen hier im Ofen. Ist ja eigentlich Wumpe. Oder gibt es hier gibt es hier Erzverdoppelung? Nee, aber aus den Teilen können wir uns diese Hammer oder so bauen. Wenn wir das hier ist, Dings. Boah, ruckelt das bei mir, ja. Dieses komische, in der 1.10 ist dieses, Nei oder Jai oder wie auch immer hier, dieses Rezeptebuch, voll laggy. Dings. Just enough items, not enough items, wie auch immer, davon gibt es ja mehrere Modifikationen. Ist ja Jacke in die Hose. Aus dem Eisen können wir die Toolforge bauen, ja, damit wir einen Hammer bauen können.
Ja, das meine ich. Ja, deswegen wollte ich ja die Toolforge haben. Ja, nicht die Deaths irgendwo da reinpacken. Ich finde das immer noch genial, dass das platscht, wenn man Teile ins Wasser wirft. Ich könnte eigentlich den Hammer ja schon mal vorbereiten, oder? Die Pattern müssten wir doch eigentlich trotzdem machen können. Ja. Ach nee, ich kann nicht nachgucken, welche Pattern wir brauchen. Doch, kannst du. Wo denn? Du kannst gucken, welche. Ja, nee, kannst du nicht. Wir haben noch nicht gar nicht die Forges dafür. Ne, eben. Für die Leute, die sich gerade fragen, was macht der da gerade für Scheiß mit seiner Tastatur? Ich habe meinen extra Touchpad rausgezogen, damit ich besser an die F-Knöpfe rankomme. Okay. Ja doch, du kannst besser nachgucken, doch. Ich kann den Hammerhead-Pattern kann ich auf jeden Fall machen, aber mehr auch nicht. Ja. Aber ich sollte erstmal Patterns herstellen. Hier ist noch ein Juicer drin. Wir bauen erstmal einen neuen Tisch. Das wäre jetzt, glaube ich, erstmal Tool Forge. Tool Station. Wo ist denn der Blödsinn? So, jetzt haben wir schon mal 24 Patterns. So, ein Hammerkopf. Danke. Tool Forge. Ja, dafür braucht man ja Iron Blöcke. Ja, dafür brauchen wir Iron Blöcke. Genau deswegen. Alter Schwede. Warte mal, wir haben 4 Blöcke Molten Iron. Mehr ja, dann nicht. Lass uns Blöcke draus machen. Ich hab noch mal ein bisschen Iron reingeknallt. Okay, ich mach jetzt erstmal 4 Blöcke. Dann hauen wir hier mal. Ah, nee, warte. Was hab ich denn da jetzt? Ich hab. Oh, jetzt hab ich erst Searcher Stone, die du hier reingeknallt hast. Warte, ich hab Iron umgestellt. Okay, ja, danke. Warte mal, mit Seared Stone können wir doch. Ne, Seared Bricks. Okay, wir können aber Cobblestone in der Schmelze schmelzen, um damit die Schmelze nachher zu erweitern, ne? Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Ja. Ich glaube, ich gehe da mal eben ein bisschen Cobblestone farmen, dann können wir die Schmelze. Ey, aber jetzt erweitern. Hat die Zeit, braucht es extra Zeit, um abzukühlen, das ist ja richtig geil. Ja, ja. Damit langsam zum Block, das ist ja mega. Ja. Deswegen, eigentlich müssten wir dann mehrere von diesen Cauldrons machen, ne? Damit immer direkt mehrere abkühlen können. Oder wir machen es wie ich und stellen uns davor und gucken zu. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ist für den Zuschauer auch immer sehr unterhaltsam. Ja, wirklich. Also wenn man hier einfach so guckt, wie so im Sekundentakt dieser Block zusammenschmilzt und das dann sogar noch zweimal zeigt, damit nicht das Video nochmal zurückspulen muss. Okay, weißt du was? Dann machen wir das anders. Wir stellen uns jetzt Rücken an Rücken, du guckst dem Block beim Abkühlen zu und ich guck dem Gras beim Wachsen zu. Okay. Ja, Mann. Ach, das sah gerade aus wie Blut, was du da abfüllst. Na, egal. Ich hau schon mal ein paar Cobblestone rein. Können wir überhaupt einen Blutblock machen? Ja, Blutblock nicht, aber du kannst Blut, Ach, wie was diese Welle denn? Da, ja. Ja, Iron Trap. Oh. Was hast du denn? Ich wollte so ein bisschen Ding, weißt du. Achso. Naja. Ich bin nicht irgendwie fast da reingefallen oder so, nein. Ah, nee, okay, gut, alles klar. Ich gehe nochmal in die Höhle. Und holst Lava? Ja, ich gehe auf jeden Fall auf die Suche von Lava. Und du hast natürlich ein Iron Bucket dabei, oder? Ja, sicher. Oh, sind wir schon mal vorbereitet, oder hast du es vergessen? Nein, ich hab wirklich dabei. Wirklich? Ja. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, kannst du mal sehen. Ich wäre aber auch beinahe ohne, also. Also ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Folge, wie wäre es? Ja, können wir machen. Ich muss jetzt ganz kurz was klären, bis wir weiter drehen oder auch nicht, ich weiß nicht. Ja, können wir machen. Okay, warte, dann komme ich nochmal eben hoch. Ja, ich komme mal kurz zu dir. Da treffen wir uns in der Mitte. Jo, treffen wir uns am Höhleingang. Hier schon so eine Cutscene einfach. Ja, Cutscene, ja, cool. Also so ein Hintergrund, so ein Greenscreen ja. Aus Ground Cobblestone. Ist total die geile Idee. Aber das könnten wir theoretisch bauen, so ein Greenscreen. Ja, könnten wir machen. Okay, alles klar, Leute, das sind Überlegungen, die ihr nicht braucht. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen, schaut bei Phoenix und bei mir vorbei am besten. Und wir versuchen eigentlich auch immer relativ gleichzeitig aufzunehmen. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr zwei Monitore habt, beide Folgen gleichzeitig gucken. mach ich immer ganz gerne. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ja, würde ich auch sagen. Tschö. Ciao.